Die Bank des Nordens betreten. Okay. Mal gucken. Ich glaube, drin waren wir noch nicht bisher, ne? Ekaterina. Willkommen, Willkommen, Freund des Grafen. Wir hoffen auf eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen dir und den Fatui. Meine Antwortmöglichkeiten, ich bin kein Freund des Grafen. Ich würde da eher sagen, ich bin noch etwas unentschlossen. Oder ich habe nicht vor, den Fatui beizutreten. Beide Antworten sind gerade eigentlich nicht so günstig, würde ich sagen. Das ist das Problem. Und wir sind momentan ja auch noch nicht so wirklich gut in Liyue angekommen. Schwierig. Schwierig. Wir machen mal das zweite. Ich glaube, das könnte sie vielleicht etwas besser verkraften. Ach, wir sind doch alle nur normale Leute mit Gedanken so fließend wie Wasser, nicht so fest und scharf wie die der Zarin des Eises. Aber kommen wir wieder zum Thema. Der Graf meinte, er hätte seinen Teil der Vereinbarung eingehalten. Ja, das könnte sein, dass er genau das meint, Paimon. Vereinbarung? Meint er damit, dass er uns bei der Suche nach jemandem helfen wollte? Ja, der Graf hat euch versprochen, jemanden zu finden, der das Dilemma auflösen kann. Die Elf der Fatui brechen niemals ein Versprechen. Aber wo ist er denn jetzt? Er befindet sich im Liuli-Pavillon. Im Liuli-Pavillon? Das ist ein sehr schwierig auszusprechender Name. Ah, der Liuli-Pavillon, von dem habe ich gehört. Li und Yue, die beiden Küchen von Liyue, stehen schon seit Jahrhunderten in einem Kampf, der bis heute nicht entschieden wurde. Heißt die Stadt deswegen so? Wäre zumindest meine Vermutung. Ich habe schon gerade über die Antwortmöglichkeiten von mir geschmunzelt. Am besten repräsentiert der Liuli-Pavillon die Li-Küche. Der Inhaber hat das Restaurant absichtlich am Feiyun-Hang eröffnet, in direkter Konkurrenz zum Lokal Xinyue, der für die Yue-Küche steht. Und meine Antwortmöglichkeiten sind: Paimon, in solchen Situationen bist du wirklich nützlich. Oder, sobald es ums Essen geht, legst du los. Beide Antwortmöglichkeiten finde ich toll. ich nehme aber die zweite, würde ich sagen, mit dem Essen. Jetzt sei nicht so. Es geht schließlich ums Essen. Wollen wir dem Restaurant einen Besuch abstatten? Ja, wir versuchen mal, diesem Restaurant einen Besuch abzustatten. Warte mal. So, ist eine blaue Quest hier. Ah ja, die steht da, okay. Ja, kita ne? Oh, ihr seid hier.
Ich habe mich an unsere Vereinbarung gehalten und jemanden gefunden, der euch bei eurem Problem, dass die Kissing den Leichnam des Geoarchons versteckt haben, helfen kann. Und wo ist dieser ominöse jemand? Hier im Liuli-Pavillon? Genau, folgt mir. Ich habe ein Essen arrangiert, wie es sich in Liyue gehört. Mal gucken, wen wir da drin treffen. Vielleicht ein uns schon bekanntes Gesicht? Schließlich haben wir ja schon ein paar Charaktere aus Liyue. Zhongli? Ich meine, Zhongli habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, den Namen. Oh, wait. Ich muss gleich mal was nachgucken, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, wer das ist. Per Zufall, das ist nicht abgesprochen. Sprechen wir schon direkt? Ja, okay. Darf ich vorstellen? Dies ist Zhongli vom Bestattungsunternehmen Wang Sheng. Er arbeitet mit den Fatui zusammen. Mit den Fatui? Bestattungsunternehmen Wang Sheng? Wir machen mal das Zweite. Wir wollen nicht weiter auf die Fatui eingehen gerade. Würde ich zumindest sagen. Wenn man ein Geschäft wie das Bestattungsunternehmen Wang Sheng betreibt, kommt man mit Organisationen dieser Art in Kontakt. Und wir Fatui haben die Angewohnheit, mit unseren Kontakten im Dunkeln zusammenzuarbeiten. Im Dunkeln also. Hajimemashite. Omae tachi ga Mondo de katsuyaku shita uwasa o mimi ni shita koto ga aru. Bekannte Stimme? Ich kann nur leider nicht den Sprecher genau. Ich kann den Namen nicht sagen. So. Ich bin erfreut. Ich habe von euren Taten in Mondstadt gehört. Kagyonin. Kage. Hito wo Ojo. Ha? Masaka. Ojo-do tte iu no wa. Organisationen im Dunkeln, Bestattung. Ah, ist das Bestattungsunternehmen Wang Sheng das, was Paimon vermutet? So da. Omae no souzou dōri da. Ja, du liegst richtig. Oh nein. Ōjōdō to wa sōgi gyōsha de hitobito o anshin shite gokurakujōdō e to okuridasu tame ni aru. Was hat Paimon sonst gedacht, was ein Bestattungsunternehmen ist? Wieder was wegen Essen oder? Das Bestattungsunternehmen Wang Sheng kümmert sich um die Beerdigung jeder Art, damit die Menschen ihre letzte Ruhestätte finden können. Ach so. Sie hat gerade noch was ganz anderes gedacht, anscheinend. Masaka, Shōri-sensei ga koroshiya ka to omotta no kana? Der Graf macht sich über Paimon lustig, also. Macht mir nix, weil Paimon ist manchmal ein bisschen schusselig und da kann man sich gerne mal drüber lustig machen. Du hast Zhongli wohl für einen eiskalten Mörder gehalten? Unter denen, die mit den Fatui zusammenarbeiten, gibt es zahlreiche Mörder. Das Bestattungsunternehmen Wang Sheng hat mit Morden aber nichts zu tun. Jedenfalls nicht in dieser Hinsicht. Nicht in dieser Hinsicht. Schließlich laufen die Geschäfte. Ach, gehen wir nicht ins Detail. Ich habe euch mit Zhongli bekannt gemacht, weil... Weil ich dafür sorgen kann, dass ihr den Leichnam von Rex Lapis seht. Was?
驚くことはないよ。天珠炎業行の企みのせいで眼神の船体は隠されてしまったけど、まあまずは勝利先生の話を聞こう。 Jetzt erschrick doch nicht gleich. Ningguan, der Tianguan, hat den Leichnam des Georchans zwar auf der Stelle verstecken lassen. Ihr solltet euch aber anhören, was Zhongli zu sagen hat. Ganwo-Tee-kun war 1000人 tachi no so da ga, 1000人 no hitori da. Li Yue 数千年 no rekishi o mite iku to, 1000人 ga satte iku keikou wa magire mo nai jijitsu toshite aru. Rex Lapis ist der Stammvater der Adepten, damit aber selbst auch nur ein Adept. In den Jahrtausenden, in denen die Adepten über Liyue gewacht haben, sind sie einer nach dem anderen von uns gegangen. Das ist ein Fakt. Nazenara, Jidai ga kawatta kara da. Zetsun no ma o otozureta toki, souyu henka o omae tachi mo kanjita daro. Die Zeiten ändern sich nun mal einmal. Das wirst du auch im Yue-Yun-Cast gesehen haben. Die Adepten halten sich tatsächlich von Liyue fern. Der Georchon, einer der sieben, ist auch ein Adept. Ich weiß nicht, worauf das erste hinauslaufen soll. Deswegen frage ich das zweite, weil das finde ich gerade irgendwie interessanter. Ich meine, es wäre schon eine Andeutung da gewesen, dass der Georchon auch nur ein Adept ist. Aber vielleicht kann er uns noch mehr erzählen. Ganshin niwa samazama na sonmei ga aru. Keiyak no kami, shougyo no kami, bushin, moraksu, ganwo teikun. Sono naka ni 1000人 mo mochiron hukumarete iru. Dieser Gott hat viele Namen. Gott der Verträge, Gott der Geschäfte, Kriegsgott, Morax, Rex Lapis. Dazu gehört auch, aber auch Adept. Mite no tori, 1000人 no jidai wa touzakari tsutsu ari, hito no jidai koso ga jojo ni genjitsu to nari tsutsu aru nda. Ganz offensichtlich ist die Zeit der Adepten längst vorüber und die Zeit der Menschen ist gekommen. Mukashi, 1000人 ga saru to, seidai na gishiki ga tori okonawarete ita. Sore ga Liyue no dentou da. Shikashi, konkai no ken nitsuite wa Shichisei made mo ga sono dentou o naigashiro ni shite iru. Immer mite irarenai. Entschuldigung, ich hab gedacht, er war schon fertig. Immer wenn ein Adept von uns geht, veranstalten wir ein großes Fest zu seinem Gedenken. Das ist Tradition hier in Liyue, aber dieses Mal haben sich selbst die Kuixing nicht an diese Tradition gehalten. Und das ist nicht akzeptabel. Schließlich ist dies der Fall des Gottesmordes. Richtig, wir haben noch nicht einmal den echten Mörder gefunden. Kamigoroshi-Jiken. Sore nitsuite, Ojo-Do wa kini nado shite inai. Ojo-Do ga kini shite iru no wa, 1000人 wo mukaeru geisen gishiki ga seidai ni okonawarete iru hanmen, satta 1000人 wo okuru sousen gishiki ga hōchi sarete iru. Der Fall des Gottesmordes. Das Bestattungsunternehmen Wang Sheng interessiert sich nicht für solche Sachen. Für was es sich aber interessiert, ist, dass sich keiner mehr für die Abschiedszeremonie, Entschuldigung, interessiert, wenn die Adeptenzeremonie schon viel Aufsehen erregt hat. Tabibito yo, Koshi-dono kara omae no koto o kiita. Omae wa Fujin no Yujin nano daro. Ore to tomo ni Ganshin wo okuru gishiki no junbi wo shite kurenai ka? Das ist eine interessante Bitte. Reisender, ich habe vom Grafen von dir gehört. Du scheinst mit dem Animo-Archon freundschaftlich verbandelt zu sein. Wärst du gewillt, mit mir gemeinsam die Abschiedszeremonie für den Geo-Archon vorzubereiten? Ich denke noch einmal drüber nach. Eine Einladung zu akzeptieren, das ist doch nicht, da ist doch nichts dabei. Oder der Graf redet zu viel. Ja, der Graf kann definitiv auch mal zu viel reden. Ja, das ist richtig. Aber nee, wir machen das zweite, weil er gibt uns ja auch die Möglichkeit, den Leichnam zu sehen. Deswegen sollten wir ihm dann auch irgendwie helfen. Finde ich zumindest. Eine weise Wahl. Tenchuen Gyoko. Kanojo wa Teikun no Sentai o miru koto o kinjita.
無事七神を訪ねたいのなら、君にはこの方法しか残ってない。Der Tianguang, Ningguang, hält jeden davon ab, den göttlichen Leichnam des Geoarchons zu sehen. Wenn du also dein Ziel, die Sieben zu finden, erreichen willst, ist dies der einzige Weg. その通りだ。総選儀式に参加することだけが、眼神の体に合うことのできる唯一の機会だろう。Genau. Nur durch die Teilnahme am Adeptenabschied kannst du den Geoarchon ein letztes Mal sehen. Es scheint keinen anderen Weg zu geben. Ah. 納得したのなら、俺についてこい。詳細は歩きながら話そう。Nun, wenn du magst, komm mit mir. Wir können dann über die Details sprechen. よし、これで俺の橋渡しとしての役目は終わった。No, なかなかの結果だろう。Mein Vermittlungsdienst ist hiermit beendet. Es hat sich doch gelohnt, oder? さあ、行くなら早くした方がいい。俺のことは気にしないで。ここで崇拝いただいて、ついでに箸の使い方でも練習してるから。Wenn ihr gehen müsst, dann geht. Kümmert euch nicht um mich. Ich werde hier wohl noch ein paar Becherchen trinken und mache mich mit diesen Stäbchen vertraut. Okay, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, mittlerweile kommt es mir so ein bisschen vor, als ob die Ningguang nicht so eine nicht so nette Person ist. Gut, man spricht nicht viel mit ihr, wenn sie in der Gruppe ist, aber naja, mal schauen, was da noch im Endeffekt rauskommt. Tabibito, Kami ga satta shiro o sono mi de kanjita nochi, Liyue toyu Kami no iru chi o otozure, omae wa dou kanjita? Reisender, nachdem ihr eine gottverlassene Stadt erlebt habt, wie steht ihr Liyue, der Stadt der Götter, gegenüber? Mir liegt mehr an die Atmosphäre von Mondstadt. Natürlich ist Liyue besser. Ah, das ist schwierig. Also mir ist es jetzt vom Prinzip erstmal egal, ob da Gott ist oder nicht. Und ich glaube, ich habe auch schon mal darüber geredet, dass ich Mondstadt vom Prinzip einmal besser finde, weil es zentraler in dem Gebiet ist. Liyue ist so an einer Seite des Gebietes. Das macht es so ein bisschen schwierig, in Liyue zu reisen. Vom Aussehen her, ich mag einfach diesen asiatischen Stil in Liyue, klar. Aber auch Mondstadt ist vom Aussehen her nicht schlecht. Bin am Überlegen, was könnte ich denn da sagen? Das ist echt schwierig. Also von den Göttern, wegen den Gottheiten her, das ist mir so wirklich egal. Entschuldigung, ich habe gerade noch ein Schlückchen getrunken. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, overall, es ist sehr knapp zwischen den beiden Städten. Der Anfang in Liyue ist auch noch nicht sehr einfach. Also wir sind ja vom Prinzip immer noch am Anfang. Der Anfang ist nicht einfach. Es kann sich natürlich verbessern, aber ich würde momentan immer noch sagen, Mondstadt ist besser. なるほど. Entschuldigung. Auch wenn ich, wie gesagt, diesen asiatischen Hauch durch die Gebäude und so finde ich halt viel, viel schöner hier. Aber wie gesagt, der Anfang ist leider hier etwas schwierig gefühlt. So ist das also. Du bist demnach diese Art von Besucher. Das ist auch nicht schlecht. Okay. 神のいる地には3700年の歴史がある。お前はまだ全てを経験したわけではないかもしれない。Andererseits, du hast wahrscheinlich noch nicht die volle 3700-jährige Geschichte der Stadt der Götter aufnehmen können. Ich glaube, dafür bin ich auch zu jung, um das hinzukriegen. 総選儀式を準備する過程も、お前の旅の一部となり。Mhm.
Der Prozess der Vorbereitung für den Adeptenabschied wird Teil deiner Reise werden und deinen Horizont erweitern. Erweitere meinen Horizont, bitte. Warum wollt ihr euch überhaupt überall einmischen? Liyue ist die reichste der sieben Städte. In den Jahren zuvor regierten hier unter dem Schutz der Götter noch die Quixing. Daher waren die Einmischungsversuche der Fatui in Liyue bisher immer erfolglos. Wie gesagt, warum wollt ihr euch überhaupt überall einmischen? Ihr wolltet euch ja auch hier in Mondstadt einmischen, wo ihr kein Recht zu habt. Ningguang war bisher die effektivste Waffe der Quixing gegen die Fatui. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso der Graf sich gute Beziehungen zum Bestattungsunternehmen Wang Sheng aufbauen will. Was hat denn der Graf davon, wenn wir den Adeptenabschied vorbereiten? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Und ich will es auch gar nicht wissen. Die Fatui leisten hier nur finanzielle Hilfe, sonst nichts. Daher hoffe ich, dass Liues Traditionen nicht von den Menschen vergessen werden. Okay, er hat uns was gegeben. Ich wollte schon gerade sagen, was ist diese Handbewegung? Dies ist die erste Anzahlung des Grafen. Solltest du mehr brauchen, kannst du jederzeit zu ihm für mehr. Ah, zweite Schwäche von Paimon. Geld. Holla. So, ich gehe. Okay, lass uns loslegen. Der erste Schritt zur Vorbereitung der Zeremonie ist, hochwertige Güter zu finden, so wie etwa diese Nachtjade.